Eine typische Aufgabe aus dem Themenbereich Wachstum und Zerfall, so wie sie in den Abschlussprüfungen der 10. Klasse der Mittelschule zum Erreichen des MSA immer vorkommt. Hier eine etwas anspruchsvollere, man merkt, es ist relativ viel Text. Und es geht jetzt darum, aus dem Text immer herauslesen zu können, welche Variablen gegeben sind und welche gesucht sind. Funktionieren tun diese Aufgaben alle mit der Wachstumsformel? Kn ist gleich K0 mal Q hoch n. Was sollen diese Buchstaben bedeuten? Wenn etwas wächst oder zerfällt, hat man einen Startwert, das ist K0, und einen Endwert, das ist Kn. Wie stark etwas wächst oder zerfällt, legt der Wachstumsfaktor Q fest. Und n ist die Anzahl der Zyklen, Wachstumszyklen oder Zerfallszyklen. Beispiel, einmal im Jahr gibt es 4% Zins oder für ein ganzes Jahr, dann wird der Zyklus ein Jahr. Oder der Bierschaum halbiert sich alle 7 Sekunden, dann wäre der Zerfallszyklus 7 Sekunden. Das kann also immer unterschiedlich sein. Wir haben hier Halbwertszeit. Halbwertszeit bedeutet, dass dieser Wert Q um die Hälfte abnimmt. Wenn Q 1 ist, dann wächst etwas nicht und zerfällt nicht. Wenn diese Formel mit dem Wert 1 arbeitet, stagniert es. Ist der Wert größer als 1, zum Beispiel 4% Zinsen, dann wäre das 1,04, dann wächst es. Und ist der Wert kleiner als 1, dann zerfällt etwas. Und weil bei uns nach Halbwertszeit geht, zerfällt es um die Hälfte pro Zyklus. Also muss ich 50% abziehen. 1 minus 50%, also 1 minus 0,5 ist 0,5. Deswegen ist bei Halbwertszeitaufgaben dieser Wert Q immer 0,5. Legen wir los. Zu Beginn schreiben wir natürlich wieder unsere Wachstumsformel her. Kn ist K0 mal Q hoch n. Schauen wir, was gegeben ist. Ich habe ein radioaktives Element, Astat 210. Hier verraten sie uns den Zerfallszyklus. Alle 8 Stunden zerfällt es um die Hälfte. Also die radioaktiven Elemente zerfallen in nicht radioaktive Elemente. Ich habe am Anfang 5 Kilo. K0 ist der Anfangswert. Q ist bei Halbwertszeit 0,5. Und den Schlusswert Kn wollen Sie wissen. Fehlt noch n. Hier steht nach 2 Tagen. Ein Zyklus sind 8 Stunden und wir lassen den Zerfall 2 Tage laufen. 2 Tage sind 48 Stunden. Wie oft passen 8 Stunden in 48? 6 mal 8 ist 48, also 6 Zyklen hoch 6. Ein häufiger Fehler, dass jemand hier hoch 48 schreibt oder hoch 8. Nein, Zerfallzyklen. Der Buchstabe N steht für Anzahl Zyklen. Also muss ich rechnen, ein Zyklus sind 8 Stunden, 48 Stunden dauert es, das sind 6 Zyklen. Ja, den Rest macht der Taschenrechner. 0,5 hoch 6 mal 5. Dann landen wir hier bei 0,078125 Kilo. Sie fragen nach Gramm. Also muss ich mein Komma verschieben. Und zwar ist die Umrechnungszahl 1000. Das K steht ja schon für Kilo für 1000. Das sind dann 78,125 Gramm. Gut, B. Was ich auch noch machen hätte können, ich hätte gleich mit 5000 Gramm beginnen können. Dann hätte ich dieses Umwandelproblem nicht. B. Nach 40 Stunden sind von einer bestimmten Menge noch 16,25 Gramm übrig. Es beginnt wieder mit dieser Formel. Sie verraten uns die Endmenge, 16,25. K0 möchten Sie wissen. Q ist bei diesen Aufgaben, wenn es um Halbwertszeiten geht, immer 0,5. Und jetzt wieder die Frage nach den Zyklen. Das Ganze hier, 40 Stunden. 40 geteilt durch 8. 40 geteilt durch 8 ist 5. 5 ist unsere Anzahl von Zyklen.
Jetzt rechne ich geteilt durch 0,5 hoch 5. Und dann steht hier 16,25 geteilt durch 0,5 hoch 5. Das tippe ich in meinen Taschenrechner und erhalte den Startwert von diesem radioaktiven Stoff. 16 geteilt durch 0,5 hoch 5. Hier steht, habe ich mich vielleicht vertippt, 16,25 geteilt durch 0,5 hoch 5. 520 steht hier, 520, ganz genau. Das sind also, der Startwert waren am Anfang 520 Gramm C. Bei einem weiteren radioaktiven elementaren Stoff sind nach 53 Jahren von einer Masse von 5120 Gramm noch 5 Gramm über. Berechnen Sie die Halbwertszeit und benennen Sie das Element mit Hilfe der angegebenen Tabelle. Da ist das hoch n gesucht. Und dann schauen wir mal, wie wir herausfinden, welcher Stoff von dieser Tabelle das ist. Wir starten mit der Wachstumsformel. Und füllen ein 5 Gramm am Ende. Wir starten mit 5120 Gramm. 0,5 ist bei Halbwertszeit immer. Und das hoch n suchen wir. Geteilt durch 5120. 5 geteilt durch 5120 ist eine riesenlange Zahl, die ich jetzt ausnahmsweise hier mal abschreibe. Und zwar 0,00977652 ist 0,5 hoch n. Jetzt brauche ich die Log-Taste. Log, dann diese Zahl, 0,00977652, dann geteilt durch Log-Taste 0,5 und ist gleich 10. Da kommt der Wert 10 raus. Was bedeutet das? Es sind 10 Zyklen. Und es dauert 53 Jahre. Wir schauen uns die Zahlen an. 10 Zyklen, 53 Jahre. Irgendeine dieser Zahlen mal 10. Hier habe ich es. Das sind die 10 Zyklen. Denn ein Zyklus sind 5,3 Jahre. 10 Zyklen lande ich bei 53. Die Lösung lautet Kobalt 60. Okay.